Liebestagebuch. Gestern war ein ganz furchtbarer Tag. Ich, als begabter Musiker und Sänger, heute sagt man auch Entertainer, ich hatte mich bereit erklärt, die Tanzmusik auf unserem Dorf festzustellen. Zusammen mit meinem Techniker Manfred Konetschnik. Und dabei haben wir beide uns bis auf die Knochen blamiert. Sehr geehrtes Dorfpublikum, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und einen unterhaltsamen Tanzabend, begleitet von unserem Dorfmusikanten Hermann Ruprecht und seinen Tontechniker Manfred Konetschnik. Bitte schön. So, meine Damen und Herren, wir wollen Ihnen heute einen wunderschönen, ruhigen Tanzabend hier bereiten. Eine Frage an die Technik. Ist alles bereit? Ob alles bereit ist? Freilich! Ja, dann können wir ja loslegen. Manfred, Musik ab! Liebes Publikum, mach es doch schnell! Die Musik läuft mir glatt den Rang ab! Was? Der Rang hat noch funktioniert? Du, Manfred, sei doch mal stille! Ich habe genug mit der Musik zu tun! Die Was? Nein, du, Manfred, quatsch ja die Blöde rum! Du siehst doch, dass ich damit schon voll ausgelastet bin! Oh, ist das viel Text! 1-2? Manfred, der Pegel? Zu laut? Zu leise? Genau, du! Ich zeig euch bestimmt mit 10 Minuten rausgekippt! Willst du bei dir auch so versporen? Nein! Manfred, du machst doch mal ein bisschen leiser. Man versteht ja sein eigenes Wort nie. Nein, das geht nicht. Was? Wieso? Du bist doch mal der Klimmer gebrochen. Oh, das noch. Sprechen muss ich ja auch noch. Tirili, Tirila. Ist das hier alles im Telefon? Was möchtest du nicht? Ich lege jetzt erst einmal eine langsamere Platte auf. Aber was für ein Blatt da oben? Die darf ich nur mit dem Schlimmergummi festgemacht. Was? Zu viel bedient. Kaputt gemacht. Och, so schlecht war's ja gar nie. Das lag nur wieder am schlechten Publikum. Oder an der Aubergine, die mich zu Boden warf. Mensch, hab ich mich wieder einlullen lassen. Normalerweise bin ich ja aus einem ganz anderen Holz geschnitzt.